Also wir machen jetzt ein ganz schnelles, cooles Thai Curry mit einem Kalbsrücken. Den Kalbsrücken, den habe ich hier. So eine Art geschnetzeltes. Da brauchen wir ein bisschen Sellerie, ein bisschen Karotte, ein bisschen Süßkartoffel, ein bisschen Spargel und ein bisschen Zwiebel, 2 Zehen Knoblauch, so eine Thai Curry Paste, ein bisschen Geflügel vor. Und los geht's. Das Gemüse wird klein geschnitten und da reingeschmissen. Wir haben das Gemüse jetzt hier geschnitten, da reingeschmissen, ein bisschen anschwitzen lassen wir das jetzt. Wir lassen es ein bisschen anschwitzen. Packen jetzt noch ein bisschen Salz dazu gleich. Und wenn das alles ein bisschen Farbe bekommen hat, dann packen wir einen guten Esslevel von unserer Currypaste drauf. Löschen das dann mit ein bisschen Orangensaft ab. Asiatisches Essen muss immer richtig scharf angebraten werden. Deswegen haben die auch Woks und dann ein bisschen ablöschen mit Weißwein. Ein bisschen ablöschen mit O-Saft. Dann haben wir hier unsere Paste, da machen wir einen schönen großen Löffel drauf.